Zurzeit fühlen wir uns hier sehr wohl. Wir haben sehr gute Trainingsbedingungen. Die Sportler sind nach dem kurzen Aufenthalt zu Hause gesund hier angereist. Das war uns das Allerwichtigste. Sie trainieren momentan sehr planmäßig. Wir machen kleine individuelle Besonderheiten, liegen aber durchaus im Plan in der Vorbereitung auf die unterschiedlichen Einsätze, auch in Ruppolding. In der Richtung ist das Training auch ausgerichtet. Und ich glaube, sie fühlen sich hier ganz wohl. Wir haben auch hier unsere Ruhe. Wir sind in einem Haus alleine. Am Schießstand ist nicht so viel Wohling. Ich denke mal, dass es noch einmal ein Runterfahren ist, bevor dann die heiße Phase in Ruppolding beginnt. Und dann auch neben den Wettkämpfen doch einiges im Umfeld auf die Sportlerinnen zukommt, sodass wir hier noch mal die Ruhe genießen können. So. Ach nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay, ihr seid also relativ harten Wettkampfprogramm jetzt hierher angereist, mehr oder weniger direkt. Was stand jetzt erstmal auf dem Programm? Regeneration oder geht es dann wirklich gleich in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung? Ja, die Regeneration ist vorrangig zu Hause abgelaufen. Nachdem wir von Kontiolahti zurück sind, glaube ich, war das auch bitter nötig. Denn das hat man gemerkt, die Wettkämpfe in Oslo und in Kontiolahti, auch unter den Kältetemperaturen, haben doch extrem geschlaucht. Aber die Athletinnen sind hier, wie gesagt, gesund angereist, haben sich zu Hause gut erholt. Und die ersten Trainingstage hier sind auch noch ein bisschen so ausgerichtet, dass sowohl Regeneration, aber auch Formaufbau im Grundlagenbereich den ersten Trainingszyklus gekennzeichnet haben. Wie sieht es dann die nächsten Tage aus? Jetzt haben wir noch ein paar Tage, wie gesagt, zum Training. Wie muss man sich den Feinschliff vorstellen, der jetzt noch vonstatten gehen soll? Wir haben die ersten Tage nochmal genutzt, etwas ruhiger und länger zu trainieren, machen dann morgen einen Ruhetag zur Regeneration wieder und gehen dann in eine sehr wettkampfspezifische Trainingsphase, wo die Strecken dann kürzer werden, die Intensität wird angehoben, haben dann auch am Freitag noch einen gemeinsamen Kontrollwettkampf. Also das ist dann schon diese wettkampfspezifische Ausrichtung auf die Rennen in Ruppolding. Der Kader steht soweit fest, von daher wahrscheinlich kein großer Qualifikationsdruck. Die Stimmung in der Mannschaft müsste entsprechend gelöst sein und ich denke mal, es freuen sich alle auf die Weltmeisterschaften. Oder spürt man dann schon jetzt eine ganz besondere Nervosität, wenn es jetzt Richtung Ruppolding geht? Nee, eigentlich nicht und darüber sind wir auch sehr froh, dass man merkt, dass die Mädels alles noch in einer gewissen Normalität hier abarbeiten, sich auch auf ihre Trainingsaufgaben und auf ihre individuellen Schwerpunkte konzentrieren und noch nicht hier hippelig und mit Vorspannung durch die Gegend sausen. Geschuldet sicherlich, du hast gerade angesprochen, dem nicht mehr so großen Druck, was die Qualifikation betrifft. Wir haben ja aufgrund der Titelverteidigung von der Magdalena Neuner das Luxusproblem, im Sprint 5 Athletinnen einsetzen zu können. Das werden die 5 sein, wenn alles normal läuft, die hier vor Ort sind. Und dadurch ist es jetzt auch kein großes Belauern mehr und ein Abtesten jeden Tag in jeder Trainingseinheit. Man kann sich wirklich auf sich konzentrieren, auf seine Leistung konzentrieren, um sich wirklich für die entsprechenden Einsätze in Form zu bringen.